Es passiert leider allzu oft, dass die großen Errungenschaften der Menschheit in Momenten stattfinden, die in unserer Entwicklung nicht sehr rühmlich sind. Unsere Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf in Norddeutschland während des Zweiten Weltkriegs. In Peenemünde hatte das Dritte Reich ein Testgebiet für neue Waffen errichtet, das das Schicksal des Krieges verändern sollte. Hier wurden die V1 und V2 entwickelt, die Vorläufer aller ballistischen Geschosse und Weltraumraketen der Moderne. Die erste V2 startete erfolgreich im März 1942. Aber auch wenn sie Tod und Zerstörung brachte, besonders in England, änderte sie nie den Verlauf des Konflikts. An der Spitze des Standortes in Peenemünde stand Werner von Braun. Im Jahr 1945, als die Rote Armee nur 160 Kilometer entfernt war, desertierte von Braun und erlaubte 500 Technikern und Wissenschaftlern, sich mit falschen Dokumenten den Alliierten zu ergeben. Nach mehrjähriger Forschung in der Army Ballistic Missile Agency wurde von Braun 1960 zum Direktor des Marshall Space Flight Centers und mit dem Bau der Saturn V beauftragt, der Mondflugrakete, die zum ersten Mal Menschen auf den Erdsatelliten bringen sollte. Mit der Niederlage der Deutschen formten sich zwei gegenstehende Blöcke, der sowjetische und der atlantische Pakt. Es war der Beginn des Kalten Krieges und des nuklearen Wettrüstens und der Raketentechnologien, um diese Waffen gegen die Feinde abzufeuern. Am 4. Oktober 1957 brachte die Sowjetunion die Welt mit dem Start des ersten künstlichen Satelliten zum Staunen, als Sputnik 1 zeigte, dass die Welt überall beschossen werden konnte. Am 12. April 1961 vollendete die Sowjetunion den ersten bemannten Weltraumflug. Juri Gagarin führte an Bord der Kapsel Vostok 1 eine elliptische Flugbahn um die Erde durch und erreichte eine maximale Höhe von 302 Kilometern bei einer Geschwindigkeit von 27.400 km/h. Die Vereinigten Staaten hatten eine Niederlage erlebt, die nur durch die Worte des großen John Fitzgerald Kennedy überwunden werden konnte. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Es war der Beginn des Apollo-Programms, den Mond bis Ende der 60er Jahre zu erreichen. Die erste Schwierigkeit bestand darin, eine Rakete zu bauen, die stark genug war. Das Saturn-Projekt wurde geboren und von Braun anvertraut. Die erste Version, Saturn 1, absolvierte 10 Flüge, um hauptsächlich die erste Stufe zu testen. Es folgte Saturn 1b, die in seinen neuen Starts die Apollo-Technologien testete. Und schließlich die Saturn 5, die stärkste Rakete, die die Menschheit je gebaut hatte. Die gewählte Flugbahn für fast alle Apollo-Missionen war die sogenannte freie Rückkehrbahn, die unter Ausnutzung der gegenseitigen Gravitationskräfte von Erde und Mond eine erhebliche Treibstoffeinsparung ermöglichte. Zu dieser Zeit gab es mehrere Theorien über die Konsistenz der Mondoberfläche.
Zum besseren Verständnis hatte die NASA das Surveyor-Programm aufgelegt. Von 1966 bis 1968 wurden 7 Mondlandefähren zum Erdsatelliten geschickt. Das war notwendig, denn es musste die sanfte Landung demonstriert und Bilder der Landeplätze für zukünftige Missionen gesammelt werden. Die Entwicklung dieser Sonden wurde dem JPL anvertraut und beinhaltete keine Rückkehr zur Erde. Teile von Surveyor 3 wurden von Apollo 12 Astronauten auf die Erde zurückgebracht. John Hobold, ein NASA-Ingenieur, hatte dabei eine fundamentale Idee. Das Lunar Orbit Rendezvous mit einer Raumfähre, bestehend aus einem Befehlsmodul oben links für die Astronauten, einem Servicemodul unten links für Luft und Kraftstoff und einem Mondlandemodul rechts. Hobold verteidigte energisch seinen Ansatz und überzeugte den Direktor der NASA und auch von Braun. Am 16. Juli 1969 waren die Vereinigten Staaten bereit, den Mond zu erobern. Alle vorangegangenen Flüge hatten jede Phase der Mondmission getestet und viele Opfer gefordert. Das Feuer beim Testflug der unglücklichen Apollo 1 riss alle Astronauten in den Tod. Apollo 4, 5 und 6 waren unbemannte Missionen zum Testen der Rakete und des Mondmoduls. Apollo 7, 8, 9, 10, alle mit Besatzung, um alle Phasen zu testen, ausgenommen die Mondlandung selbst. 10, 9, 8, Um 8.32 Uhr pazifischer Zeit startete Apollo 11 von Plattform 39 des Kennedy Space Centers mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins an Bord. 2 Minuten und 30 Sekunden später hatte die erste Stufe von Saturn V die Rakete in eine Höhe von 61 Kilometern bei einer Geschwindigkeit von 8.600 km/h gebracht. Jetzt wurden die 5 F1-Motoren abgestellt und die erste Stufe abgeworfen. Die anschließende Zündung der zweiten Stufe brachte die Besatzung in eine Umlaufbahn um die Erde. This preview is for evaluation only and cannot be used for public screening. Am Ende wurde die zweite Stufe im Weltraum abgekoppelt. 2,5 Stunden und eine Reihe von Kontrollen später brachte die dritte Stufe die Fähre in die Mondumlaufbahn. 3 Stunden nach dem Start und auf dem Weg zum Mond musste die Besatzung eines der kompliziertesten Manöver der Mission ausführen. Die Trennung der Mondlandefähre von der dritten Stufe von Saturn V. Das Manöver wurde manuell von der Besatzung durchgeführt. Das Befehlsmodul und das Mondmodul setzten in dieser neuen Konfiguration ihre Reise zur Mondfahrt, die weitere 70 Stunden dauern sollte. In unmittelbarer Nähe des Mondes wurde der Antrieb des Servicemoduls gezündet und die Fähre in die Mondumlaufbahn gebracht. Hubbard
100 Stunden nach dem Start positionierten sich Armstrong und Aldrin im Luna-Modul und koppelten sich vom Kommandomodul ab. Collins blieb im Kommandomodul alleine zurück. Während des Anflugs stellten die Astronauten fest, dass der Landeplatz viel steiniger war als auf den Fotos. Und der Bordcomputer meldete zwei Alarme, die Houston für die Fortsetzung der Mission für irrelevant hielt. Armstrong übernahm die halbmanuelle Kontrolle über die Kapsel, die er am 20. Juli um 20.17 Uhr Greenwich-Zeit mit nur noch 25 Sekunden Resttreibstoff landete. Sechseinhalb Stunden nach dem Aufsetzen betrat Armstrong um 2.57 Uhr die Oberfläche des Mondes und machte einen riesigen Schritt für die Menschheit. Aldrin folgte ihm kurz darauf und beschrieb den Ausblick als eine großartige Trostlosigkeit. Das folgende Programm war sehr intensiv. Sie mussten die Flagge positionieren, ein Telefongespräch mit dem Oval Office führen, Gesteinsproben sammeln und die ALSEP, eine Reihe von wissenschaftlichen Instrumenten, positionieren. Darunter befanden sich ein Laserreflektor, der bis heute zur Messung des Abstandes Erde-Mond verwendet wird. ALSEP wurde von den Astronauten etwa 100 Meter vom Mondmodul entfernt aufgestellt, damit es beim Start nicht beschädigt wird. Es bestand aus verschiedenen Instrumenten, darunter einem Seismograph, einem Magnetometer und einem Ionenmesser. Die Gesamtdauer der Operationen betrug 2,5 Stunden. Nach der Rückkehr in die Mondlandefähre, bei der sich die Astronauten durch die schmale Tür quetschen mussten, waren sie bereit für die Rückkehr zur Erde. Der Abflug war um 17.54 Uhr. Ungefähr 4 Stunden später trafen sich das Kommandomodul und das Mondmodul im Orbit, um die Reise zurück zur Erde zu beginnen. Nun waren das Mond- und das Servicemodul für die Mission nicht weiter relevant und wurden im Weltraum zurückgelassen. ...195 Stunden nach dem Start begann am 24. Juli 1969 die heikle Phase des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre. Die Reibung heizte das Modul auf 2700 Grad Celsius auf, was wiederum dazu führte, dass nun die Geschwindigkeit mit Hilfe von 3 auslösenden Fallschirmen reduziert wurde.
Kurz vor Sonnenaufgang stürzte die Besatzung in den Pazifischen Ozean, 2660 Kilometer östlich von Wake Island und 24 Kilometer vom Bergungsschiff, dem Flugzeugträger USS Hornet, entfernt. Die Astronauten wurden per Helikopter geborgen und die Fähre an Bord des Schiffes genommen. Heute ist sie im Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington ausgestellt. This preview is for evaluation only and cannot be used for public screening. Wir können Ihnen nicht sagen, was die Zukunft bringt. Das Erbe von Apollo 11 muss uns zu neuen Entdeckungen inspirieren. Und vielleicht wird es für diejenigen, die uns zum Mond folgen, keine abenteuerliche Reise mehr sein, sondern eine angenehme Reise, um diese wundervollen Arte zu erkunden.